B2.3. Berechnen Sie den Flächeninhalt A der Rechtecke ADNENFN in Abhängigkeit von x. Bestimmen Sie dann den Wert für x, für den der Flächeninhalt der Rechtecke ADNENFN maximal wird. Also erste Aufgabe, Flächeninhalt der Rechtecke in Abhängigkeit von x. Ein Rechteck, oder Flächeninhalt des Rechtecks ist ja immer Länge mal Breite. Und aus der vorherigen Aufgabe wissen wir die Länge. Schauen wir nochmal schnell nach. Machen wir es hier. Eine Länge ist hier die Strecke x und die andere ist die Strecke EF. Und die haben wir hier in Abhängigkeit von x irgendwo schon ausgerechnet. Wo steht sie? Da. Beziehungsweise steht auch im Zwischenergebnis drin. Also setzen wir einfach ein. X mal, und die Breite war minus 0,7x plus 7. Das vereinfachen wir nochmal. X mal minus 0,7x sind minus 0,7x Quadrat und plus 7x. So, das ist der Flächeninhalt. Und jetzt heißt es hier, berechnen Sie dann den Wert für x, für den der Flächeninhalt der Rechtecke maximal wird. Das Stichwort maximal sagt im Prinzip eigentlich schon, wir können den Taschenrechner benutzen. Und wenn er eine eingebaute Funktion hat, zum Maximum berechnen, kann man den benutzen. Also einfach diese Formel bei y ist gleich eintippen, dann kalk Maximum und dann kriegt man eigentlich auch schon die Lösung. Wenn man einen anderen Taschenrechner hat, kann man natürlich auch folgende Überlegung machen. Das Maximum ist nichts anderes als der Scheitelpunkt dieser quadratischen Gleichung. Also nutzt man einfach nur die Formel zur Berechnung des Scheitelpunkts. Die finden wir in der Formelsammlung auf Seite 13. Da steht, die x-Koordinate des Scheitelpunkts lässt sich berechnen aus minus b geteilt durch 2a. Und die y-Koordinate lässt sich berechnen aus c minus b² geteilt durch 4a. So, hier heißt es zwar nur, bestimme den Wert für x, also den ys brauchen wir hier theoretisch gar nicht. Ich würde aber einfach empfehlen, beide hinzuschreiben. Ja, manchmal werden beide gefragt, manchmal nur einer. Und wenn man beide gleich hinschreibt, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was ist es, B, A, C und ja, A, B, C im Prinzip. Das geht ganz leicht. Wir schauen uns hier diese Flächenformel an. Die Zahlform x² ist immer mein A, die Zahlform x ist mein B und die Zahl ohne x ist mein C. Die fehlt in dem Fall, also ist es C automatisch 0. Jetzt müssen wir noch simpel einsetzen. Ja, falsche Farbe. Also minus b ist 7 geteilt durch 2 mal 0, minus 0,7. So, und das kann man jetzt recht leicht ausrechnen. 2 mal minus 0,7 sind minus 1,4. Minus mal minus gibt plus, also 7 geteilt durch 1,4. Und das ist 5. Das gleiche Spiel kann man mit ys machen. C ist ja, wie wir hier sehen, 0. Also bleibt übrig, minus b² ist also 7 Quadrat, geteilt durch 4 mal minus 0,7. Das ist gleich 49 geteilt durch 4 mal 0,7 sind minus 2,8. Hier das Minus davor nicht vergessen. Und wenn man diesen Taschenrechner eintippt, dann kommt raus 17,5. Aber den x-Wert haben wir im Prinzip hier schon berechnet. Das wäre ein y-Wert, falls dann gefragt wird, wie groß ist der Flächeninhalt. Dann können wir den damit ausrechnen. Ja, und dann wäre auch die Aufgabe schon erledigt.